Herr Präsident, habe die Ehre, liebe Kolleginnen und Kollegen, Gott zum Gruße, liebe Gäste hier im Hohen Haus und zu Hause vor dem TV-Gerät. Liebe Kollegen von der CDU-CSU, mit dieser Rechtsverordnung verarscht ihr aber schon eure Wähler nach Strich und Faden, oder? Bäuerliche Familienbetriebe, man wisst ja meistens selbst, denken in Generationen und brauchen Verlässlichkeit und Planbarkeit. Aber auf was sollen sich die deutschen Bauern eigentlich noch verlassen, wenn sie hier jedes Mal ihr Wort brechen und die heimische Landwirtschaft regelmäßig mit den neuen Auflagen und Verbotsflut überziehen? Wir erinnern uns, genau vor einem Jahr haben sie Direktzahlungen umgeschichtet und damit den deutschen Bauern 75 Millionen Euro beraubt. Das sind wichtige Mittel, die nun erneut auf den Höfen fehlen. Sie, Herr Ferber, Sie haben damals im Ausschuss hoch und heilig versprochen, dass das eine einmalige Aktion sei und nur für das Jahr 2020 gelten würde. Ja, und Ihr Kollege Max Straubinger von der CSU stand damals genau hier im Hohen Haus und hat betont, dass er zur Vertragstreue und Zuverlässigkeit gegenüber unseren Bauern stehen würde und die Umschichtung deshalb ablehnen würde. Trotzdem hat er dann der Umschichtung zugestimmt. Und trotzdem wollen Sie nun entgegen Ihren ganzen Versprechen nochmals umschichten. Bekommen Sie eigentlich nicht mit, dass die Landwirte seit einem Jahr regelmäßig zu Zehntausenden gegen ihre verfehlte und fachfremde Agrarpolitik auf die Straße gehen? Die Bauern haben die Schnauze gestrichen, voll vor Ihnen. Und was ist eigentlich das für Zeichen für unsere Landwirte, wenn sie denn angesichts der von Ihnen verursachten Lockdown-Krise und der jetzt eintretenden afrikanischen Schweinepest nun abermals tief ins Portemonnaie greifen? Mit der Alternative für Deutschland ist dies auf jeden Fall nicht zu machen. Wir stehen fest hinter der deutschen Wirtschaft, wir stehen fest hinter der deutschen Landwirtschaft. Wenn sich ein Hoftor erst einmal geschlossen hat, dann geht es nie wieder auf. Und ich glaube, das wissen die Kollegen von der Union am besten, sind ja viele Landwirte dabei. Vernünftige Agrarpolitik muss deshalb die wirtschaftliche Existenz der bäuerlichen Landwirtschaft schützen. Für die AfD ist es selbstverständlich, wir lehnen daher Ihre Verordnung ab. Liebe Frau Glöckner, heute leider nicht da, lieber Herr Fuchtel, liebe CDU-CSU, ich kann es ja verstehen, dass Sie sich den Grünen schon anbiedern müssen, weil es ist ja der nächste Koalitionspartner für die nächste Wahlperiode. Ganz nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Hauptsache ist, der dicke BMW und Mercedes bleibt draußen stehen, dass ich weiterfahren kann. Aber doch bitte nicht auf Kosten unserer Wirtschaft und nicht auf Kosten unserer Landwirtschaft. Ich danke hier nochmal allen deutschen Landwirten, die diese Regierung, diese Arbeit noch durchhalten und für uns alle hochwertige Lebensmittel produzieren. Mit mir als Landwirtschaftsminister wird es in Zukunft wieder Verlässlichkeit und Vernunft geben. Denn nur mit der AfD funktioniert Landwirtschaft, Umweltschutz und Tierschutz. Danke, meine Damen und Herren. Na, für eine Regierungserklärung war es noch ein bisschen früh, würde ich sagen. Als nächster hat das Wort der Kollege Rainer Spiering für die Fraktion der SPD.